ダメです、ダメすぎます。今度は俺が救う番だ。ご無礼ながらお先に失礼いたします。信長、愛せねばまた波へようぞ。家康様には指一本触れさせぬ。Laura hi, Laura, Samurai Warrior 4 ist da. Herzlich willkommen bei Christian Angel 3000 mit einem Wunschspiel von Laura, die fleißig Kommentare hinterlässt. Das geht das Intro wieder los. Und die möchte gern, dass ich eine Runde Samurai Warrior 4-2 spiele. So. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich da drin hier spielen soll. Story-Modus. Gibt es ein paar, wo ich noch Ofenmeister zu tun habe. Ich habe bis jetzt nur 2 auf Clear. Komplett auf Englisch. Und wir spielen auf der PS4. Nicht zu wechseln mit der PS3-Version oder sonstiges. Ja, gute Frage. Wir können auch. Ich gehe mal zurück. Ich würde sagen, ich würde dann den Survival-Modus spielen, weil der ist ja ganz neu in dem Spiel. Also nur in Samurai Warrior 4-2. Gehen wir mal rein. Standard. Gehen wir mal hier hin. Und dann würde ich sagen, spielen wir mit. Boah, hier mit 20. 0, 17. 24. Ich spiele ja. So. So, dann würde ich sagen, du gehst noch schnell eng. Das ist mein Zeug-Equipment. So. Punkte habe ich wie viele? Geht nicht. Keine Punkte. Ich habe keine Punkte. Schon eine Scheiße. So, dann gehen wir auf Webben. Habe ich irgendwie eine Waffe, die höher wie 32 ist? So, Reward. So, ja, okay, das ist das alles zu erreichen. Level 5, Level 20 bis Level 100 hoch. Oh, das ist ganz schön schwer. Also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Aber, naja, kann ja noch alles werden. Ich würde sagen, starten wir einfach mal und ausstrecken. So, und kurz mal einen Kaffee trinken. Wir haben einen Morgen. Ah, lecker. Cappuccino. Yeah. So, das ist die Map. Und auf geht's. Ich bin eher der gerne der mit dem Eisenschwertkämpfen tut. Also die frühere Samurai-Zeit halt. So, also in den Survival-Modus hier, was wir hier haben, geht es darum, Etappen, also die Levels zu jede Etappe durchzuschaffen in einer gewissen Zeit. Mit einem Zwischenboss zwischendrin, aber ob es ein Endboss gibt, weiß ich jetzt nicht. Aber so weit habe ich es noch nicht gespielt, weil ich jetzt eigentlich mehr den Story-Modus gespielt. Da würde ich sagen, können wir mal durch. Wow. Nice. Ich finde, ich habe die volle Gehörung. Also ich habe schon mal gespielt, wie gesagt, aber allein, also... Ganz normal komme ich leider nicht so weit, weil da muss ein gewissen Level hier reingehen, überhaupt, dass man überhaupt was reisen kann, weil die Gegner sind ja gar nicht so einfach. Also nicht einfach, sondern die haben eine hohe Verteidigung. Das
deswegen muss man ein bisschen ins Level reingehen. Ich habe versucht, mal mit Level 1 reinzugehen, aber ich kam da bloß bis Etappe 4 und dann war es so knapp mit der Energie. Ja. Und wenn man die zwei Bosse besiegt hat, verschwinden auf einmal alle und man kann durchlaufen. Wie den letzten Boss. Und der verschwindet jedes Mal. Was für eine Scheiße. Also, nicht gut. Dann mal gucken, wie weit ich heute komme. Ich guck mal, ob ich in der Zeit auch gut hinten komme. Ich werde noch eine Stunde brauchen, dass ich das nicht erreicht habe. Ich könnte jetzt einfach durchwachen. Aber wir kriegen wir dann auch Punkte mit dem Level. Irgendwann ist das Level dann auch wieder zu niedrig, also muss ich auch ein bisschen was machen. Ich hoffe, es ist okay. Ja, also wenn ich gerade dabei bin, so ja, ich will erzählen, wie das Spiel ist, was steht momentan an? Ja, bei mir auf meinem Kanal ist gerade ein bisschen viel Aktivität in letzter Zeit. Da ist... Oh, ich bin irgendwie falsch gelaufen. Warum laufe ich eigentlich durch die Mitte? Da ist aber keine Sau. Das ist die Zeit, die ich hier verblende. Aber ich habe ja 9 Minuten. Ich hoffe, das wird eher lang insgesamt. Gesehen hat. Naja, ich habe jetzt gerade nicht mal viel abgezogen. Das ist überhaupt nicht gut. Dann muss ich mal kurz einen anderen Modus wechseln. Ich muss ja noch zu den anderen Gegner rüberkommen. Da! Nein, verdammt, Scheiße, zu spät. Zu spät. Ja, also zurück zum Kanal. Momentan läuft der Phantomio Fluch. Und ich bin auf jeden Fall, würde ich gerne auf jeden Fall weitermachen. Ich hoffe, ihr bleibt auch trotzdem dabei, voll beim weiter zuschauen. Weil, ja, sagen wir so. Und ja. Solange halt die Spiele so große Aktivität hier, also die neue Spielekarte im Umlauf sind. Im PSN kommt nächste Woche, die kommende Woche jetzt, weil ich muss ja gerade heute aufnehmen und heute gleich hochladen. Also, weil morgen werde ich ja wieder dann nichts hochladen. Und ja, und ab nächste Woche kommt Hellfire raus. Ich guck mal, ob ich das mit meinem geliebten, geschätzten ersten Streaming-Freund Adlerfar spielen kann. Da müssen wir mal schauen. Ob das überhaupt möglich ist in dem Sinne. Also, ob das überhaupt Spaß macht. Ich habe ein paar Videos gesehen, es soll sehr schwer sein anscheinend. Dann schauen wir mal, wie es ist. Ob ich das alleine spiele oder mit Adler, werden wir mal sehen. Ich denke mal, eins von beiden auf jeden Fall. Ach ja, und die Karten sind alle random hier in dem Spiel. Oh, ich hab vergessen. Ich glaube, ich krieg gleich irgendwie von alles bis hier hin. Aber ja. Ja, ihr habt. Kommt mir vor, als hätte ich wirklich auf dem Spiel von Katschwer spielen. Kaum ist es fehlt, ne? Katastrophe. Also ich muss auch nicht hier als Gegner eliminieren. Okay, dann haben wir ab.
Nehmen wir ein paar Kills. Nehmen wir ein paar Kills. Bleibst auf dem Meer. Bleib hier. Ich bin hier. Ist er verschwunden? Ich glaub nicht. Sonne ist auch. Ah, ja. So. Ich bin noch mal schon auf dem Meer. Ja, hier aufladen kann ich nicht. Okay. Dann weiter geht's. Auf welcher Etage bin ich jetzt eigentlich? Ich glaube, das ist die zweite jetzt. Level 4 bin ich schon. Hi. Okay. Okay, da läuft ja weg. Kann man bei dir auch wieder. Level 5. Hier geht man wieder in die Nähe. Aber das ist ein großer Krasig. Das macht man echt, ja. Das hat halt nicht so hoch, dass er ballern. Dann musst du trotzdem noch in dein Kombo reinhauen und das ist halt scheiße. Das ist nicht so schön. Okay, das ist ganz schön, was wir haben. Hier ist alles ja heil. Dann machen wir gleich mal Moodle-Torn rein. Ich gucke jetzt auf meine Kumpe. Ich hoffe, die Lautstärke ist okay. Ich habe nur das runtergedreht. Aber mein Fernseher kommt gerade ein bisschen laut drüber. Die Zeit läuft, also ich muss kurz schnell weiter. Da ist noch ein Gegner. Ich mache gerne meine Klinge spüren will. Vor kurzem habe ich mal was mitbekommen. Hattori Hanzo, ne? Was man in Kill Bill so mitbekommt, dass er ein Schmied. Das ist gerade wirklich wahr, weil Hattori Hanzo, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, ich dachte, das ist also ein Waffenschmied, ist eigentlich ein Ninja. Der geht sich langsam down. So, ab zu Level 5. Mal gucken, was ich da so abreißen kann. Also 5 Level pro 15 Minuten. Okay. Mystery Officer. Hier wird ja nichts auf das Viertel geworfen. In den Rücken. So muss es sein. Geschenke. Oh, ist das toll. Thank you.
Okay, Level-Bonus, yeah. Alles klar. Okay. Schick, schick, schick. So. Das Gate ist open. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Okay, Spoils of War. Haben wir denn jetzt hier alles erreicht? Ein neues Schwert mit Level 32, Attack 32. Aber Fire Health und Spirit, cool. Base Info. Reward. Okay, Health ist hier bei 25 Level. Oh Gott, okay, jetzt probieren wir mal, wie wir haben Zeit. Okay, ich versuche jetzt nochmal ein bisschen weiterzukommen. Mal gucken, wie weit es noch geht. Sonst. Bleib hier. Rede mit dir. Ah, au, 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 das ist nicht gut, nicht gut. Scheiße, ich hätte. Bitte wohl nicht mit dem Hoch raus. Muso, 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 Muso. Es ist klar, dass er zu zweit dran geht. Ja, das ist halt auch nicht. Ja, jetzt rennen sie alle weg, oder was? Habt ihr Angst vor mir, oder was? Oder ist er noch das dritte im Grunde? Ja, mir egal, aber... Da kommt er, die Sau. Aber rennt er an mir vorbei? Schön. Passt so gut. Oh, ja, nicht so gut. Also ich denke mal, das Level lasse ich weiter sein. Ich will nicht spielen, weil das ist so hart. Ich werde jetzt glaube ich ja rausgehen. Weil... Ich schalte erstmal ein bisschen Level wieder, weil sonst macht das nicht viel Sinn. Ja, da kommt doch gleich einer, so wie das aussieht. Wird nicht ohne sein. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja, das kann man doch irgendwo her. Kann man da hoch sein. So, da. So. Wie gesagt, mit der Energie mache ich es nicht, weil das ist mir viel, viel zu riskant, bevor ich noch drauf gehe und dann wieder alles verliere. Deswegen gehe ich lieber safe. Safe, safe, escape, aus. Sicher ist sicher. Und hab eine kleine Trophäe erreicht. Naja, hat doch mal was. The Endless Voyage Age. Resist Level 6. Ja. Vielleicht im nächsten Video komme ich da ein bisschen höher. Mal schauen. So. Konfirm. Alles klar, hier habe ich nichts bekommen, oder? Das ist Turm 2. Nicht der Fall sein.
Jo, Free Modus und Survival Modus, einen neuen Charakter und Weapon and Custom, yeah, eine neue Waffe für meinen erstellten Charakter. Das ist doch mal was, ne? Also, man, immer schön weiterspielen und man kriegt immer neue Sachen freigeschaltet. Ist doch mal schön. Jo. Aber jetzt sollte ich erstmal meinen Charakter erstmal mal bitte einstellen. Nee, das geht hier gar nicht. Warte mal, mal gucken, was das für eine Waffe ist. Weapon. Das habe ich schon. Das habe ich auch schon. Ach, stimmt, von der anderen, ja. Okay. Keine Ahnung. Oh, das sieht hübsch aus. Kein. Also, das wäre vielleicht auch was für meinen Charakter. Nein. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung. Ach ja, da, hier, das ist. Das ist, naja. Scheiße, okay, ja. Also, gut, das war's erstmal. Die Frage ist jetzt Free-Modus, wie kann ich jetzt die ganzen Sachen einstellen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Alles klar. Beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall rausfinden, wenn ich wieder den Kampf mache. Laura, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du vielleicht noch mehr sehen willst, dass ich die dann schon weitermache, die bis Level 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, dann, ja, keine Ahnung, schreib einfach mal in die Kommentare, ob, sie das ob du möchtest oder ob sie gefallen hat. Oder was anderes spielen soll, einen anderen Modus, Free-Modus, Story-Modus oder sowas, die ich noch nicht habe. Es wird lange dauern, sage ich jetzt schon. Es wird sehr viele Videos dann geben, weil die Level gehen schon ihre Zeit. Das kennst du ja selbst durch Dings Dynasty Warriors. Und bei dem komme ich auch nicht weiter. Achso, doch, habe ich schon. Okay. Ja, weiß nicht, wie lange die Levels alle dauern, aber schon über fast eine halbe Stunde. So, also 20, 10, 20 Minuten so. Wenn ich gut stark bin, halt, also wenn ich gut levelt bin, dann ja. Aber sonst nicht. Gut, das war's halt von mir. Bis zum nächsten Mal, euer Christian Angel. Und ab morgen kommt dann wieder Phanomeos Fluch raus. Folge 2? Es wird auf jeden Fall lustig. Versprochen. Also dann. Gut, bis zum nächsten Mal, euer Christian Angel. Ach ja, und schaut mal bei Master am Absatz 23 vorbei. Der hat vor kurzem was Schönes, was Negatives erreicht in Black Ops. Und das ist schon frustrierend, wenn man das so hören tut. Einfach mal reinschauen, auch mal hier ein Like hinterlassen. Würde er sich bestimmt auch freuen. Bei den anderen, die melden sich alle gar nicht mehr irgendwie. Aber vielleicht könnt ihr auch mal bei denen auch mal vorbeischauen. Ich will jetzt nicht irgendwas sagen, jetzt sehen, was will. Ich weiß nicht, wie es bei denen abläuft. Da ich ja mehr eher andere Kanäle, nur einen einzigen anderen Kanal anschaue, also okay, zwei, drei ungefähr halt, ne? Aber es ist auch nur sehr selten, das ist von den anderen beiden, was mich wirklich interessiert. Und dann halt, ja, Simons Games, der macht ja auch ganz haufenweise, der macht ja noch die Fallout, jetzt hat er jetzt, glaube ich, Tomb Raider sich neu geholt, würde ich ja auch gern spielen, aber leider ist das nur ein Xbox-Titel momentan, bis Ende dieses Jahres, dann kommt es auch raus, vielleicht mache ich das dann auch, das wäre dann mein allererstes Tomb Raider, was ich dann auf meinem Kanal habe, ja, immer schön Brüste, so kann man ja, oder? Frauen, immer wieder Frauen, so. Laura, ich verabschiede mich. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und alle anderen Abonnenten auch. Ciao. Ach ja, wenn ihr Abonnenten auch mal einen Wunsch habt, ne, was ich habe, was Let's Playen soll, also mal eine Folge draus bringen, rausfragen soll, dann schreibt einfach in die Kommentare. Ihr seht, es funktioniert. Also, ciao.